So, willkommen zum Video, diesmal mit dem Hamburger Sportverein im Jahr 2017 wieder, die Entwicklung der einzelnen Spieler. Und da fangen wir auch direkt an, im Tor René Adler, 78 Gesamtstärke mit 31 Jahren. Ja, ist ein sehr, sehr solider Torhüter, ist jetzt nichts Überragendes, ein Durchschnittstorhüter, geht jetzt da bei Aggressivität schon um 1 runter. Ja, dann der zweite Torhüter noch ist René Adler, Stammtorhüter, aber nicht mehr lang. Dann kommt ins Tor Lars Unnerstall, gerade erst geholt, 26 Jahre alt, 73 Gesamtstärke. Ja, die Werte sehen auf jeden Fall spannend aus. Stärke 82, Flugparaden 84, 74. Ja, kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, dass sie, da ich ihn gerade erst wirklich gerade eben erst geholt habe, da der andere Torhüter irgendwie gehen wollte, ich habe keine Ahnung. Ja, der Rechtsverteidiger dann, Dickmeier, 27 Jahre alt, 77 Gesamtstärke, sehr, sehr flott unterwegs natürlich. Ist leider verletzt gewesen, darum da relativ viel Minus. Ist natürlich blöd, aber man kann nichts ändern bei einer Verletzung. Ja, aber wird sich natürlich dann wieder steigern. Aber es ist natürlich blöd, wenn man sich verletzt, dann, dass man da immer runtergeht. Ja, der nächste ist dann Götz, 23 Jahre alt, 74 Gesamtstärke mit sehr, sehr starken Werten. Die Gesamtstärke sieht vielleicht nicht so gut aus, aber dann die Werte sehr, sehr stark. 84 Sprinttempo, 81 Beschleunigung, 81 Stärke. Huh, das sind schon sehr, sehr gute Werte und kann ich wirklich nur für kleinere Teams empfehlen. Kann Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, Rechtsmittelfeld und auch ZDM. Also von den Positionen her kann er auch vielseitig spielen. Also sehr, sehr interessanter Spieler. Der nächste ist dann Kleber, 23, 26 Jahre alt, 74 Gesamtstärke, 87 Stärke, 83 Sprungkraft, sehr, sehr guter Spieler im Kopfball vor allem. Der nächste ist dann Tah, ja, 20 Jahre alt, 78 Gesamtstärke, mit sehr, sehr starken Werten als 20-Jähriger, 79 Reaktionen, 86 Stärke, 80 faire Zweikämpfe, 80 Kopfballpräzision als 20-Jähriger. Ja, wird sich natürlich stark entwickeln, wie auch im letzten FIFA. Ja, so ein Standardtalent kann man schon sagen. Sehr, sehr starker Innenverteidiger und der wird sich natürlich noch rasch entwickeln. Der nächste ist dann Rajkovic, 27 Jahre alt mit 76 Gesamtstärke und der hat sehr, sehr geile Werte. Stärke 91, Aggressivität 87, vor allem im Zweikampf natürlich ein absolutes Monster, wenn er in den Zweikampf kommt. Und er ist nicht mal langsam mit 75 Sprinttempo, also auch wirklich ein sehr, sehr starker Verteidiger. Der nächste ist dann Jung, 22 Jahre alt, 65 Gesamtstärke. Die Werte sehen nicht mal so schlecht aus, aber kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Hat 5 Spiele gemacht, ist natürlich noch jung, wird natürlich noch viel kommen. Der nächste ist dann Giroud, 86 Stärke, 78 Manndeckung, 79 Kopfballpräzision. Ja, fühlt sich ein bisschen langsamer an, wie auch in Ultimate Team seine Silberkarte. Fühlt sich nicht so schnell an, aber ist immer noch ein starker, starker Innenverteidiger. Der nächste ist dann Ostrzolek, der Linksverteidiger, 26 Jahre alt, 73 Gesamtstärke. Ja, die Werte sind sehr, sehr schön für Linksverteidiger. 26 Jahre alt, kann nur Linksverteidiger. Und ja, der nächste ist dann Marcos, 23 Jahre alt, 71, auch mit sehr, sehr starken Werten schon. 83 Beschleunigung, 81 Sprinttempo, 81 Balance und 72 Stärke ist auch nicht so schlecht für einen 23-Jährigen. Und da wird auf jeden Fall noch viel kommen. Kann, glaube ich, auch Linksmittelfeld. Ja, kann er. Und auch ein sehr, sehr empfehlenswerter Verteidiger. Der nächste ist dann KJT, einer meiner Lieblingsspieler in FIFA. Warum? 86 Stärke, 87 Sprinttempo, Ausdauer 92, faire Zweikämpfe 88. Der Typ ist ein Monster. Da denkt man vielleicht, wenn man ihn sieht, 76 Gesamtstärke, 27 ist nicht so gut. Aber dann sieht man die Werte. Also ich kann den Spieler wirklich nur empfehlen. Er geht nicht von dem Rating so hoch, aber ihn zu spielen, es ist ein absolutes Monster. Genauso wie seine Ultimate-Team-Karte. Er hat einen Silber-Innenform als Innenverteidiger. Das ist ein absolutes Monster. Kann ich wirklich nur im Karrieremodus wie auch im Ultimate-Team empfehlen. Der nächste, Julian Brandt, dann 20 Jahre alt, 75 Gesamtstärke, 83 Ballkontrolle, 81 Beschleunigung. Ja, wird sich natürlich auch sehr, sehr entwickeln. Der wird die 90 wahrscheinlich packen. Ja, der nächste ist dann Müller, sehr, sehr schneller Spieler natürlich. 91 Sprinttempo, 87 Sprinttempo, 81 Beschleunigung, 87 Beweglichkeit. Ja, sehr, sehr schneller Spieler natürlich. Dann der nächste Weiser, in der ersten Saison von Bayern gekommen, 22 Jahre alt, 76 Gesamtstärke, auch mit sehr, sehr schönen Werten. Der nächste ist dann Stiebe, 28 Jahre alt mit 72 Gesamtstärke, Beweglichkeit 84, hat irgendwie ein bisschen Ähnlichkeit mit Bale, finde ich jetzt. Ja, kann jetzt nicht so viel zu sagen, ist nicht die erste Wahl. Der Rechtsmittelfeldspieler Maximilian Beister, also sehr, sehr viele Rechtsmittelfeldspieler hier. Beister, 26 Jahre alt, 78 Gesamtstärke, 83 Beschleunigung, 87 Sprinttempo, 82 kurze Pässe, also auch sehr, sehr schöne Werte eigentlich. Der nächste ist dann Luis Holtby, 89 Beweglichkeit, 90 Ausdauer, 84 Sprungkraft, so seine Top-Werte. Ballkontrolle mit 79 ist auch nicht schlecht. 4 Sterne Skill-Moves, wie auch 4 Sterne schwacher Fuß, machen ihn auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Der nächste ist dann Müller, 21 Jahre alt, mit 66, kann ich nicht so viel zu sagen. Und dann der Stoßstürmer natürlich im Team, Lasogga, 25 Jahre alt. Und schaut euch die Werte an, Gesamtstärke 88,
90 Stärke, 82 Reaktion, 89 Kopfballpräzision. Also wenn ihr auf solche Stürmertypen steht, dann ist Lasogga einfach der Richtige dafür. 90 Stärke, er ist kaum vom Ball zu trennen. Er ist nicht schnell, aber er gewinnt viele Kopfbälle, ist im Zweikampf eigentlich unbesiegbar. Richtiger Stoßstürmer eben halt. Wenn man nicht auf Dumbia oder so steht, dann muss man ihn eigentlich holen und wird sich auch noch sehr, sehr gut entwickeln, denke ich. Der nächste ist dann eben genau das Gegenteil. Mayuka, 91 Tempo, 90 Sprinttempo, ja. Pace-Hure, ja, typische Pace-Hure einfach. Entwickelt sich aber nicht so, wie er hofft. Ich habe gedacht, da geht schon ein bisschen mehr, aber scheint nicht so. Also ich habe gedacht, er entwickelt sich schneller. Ja, sehr, sehr zwei unterschiedliche Stürmertypen, aber auf jeden Fall sehr, sehr bockt auf jeden Fall mit den beiden zu spielen. Der nächste ist dann Rudnes. Ja, gefällt mir wirklich nicht so ganz ehrlich im Team. Ich weiß nicht, der läuft immer irgendwie komisch bei mir. Ja, das war's dann mit dem Team auf jeden Fall. In der Liga sieht es relativ gut aus. Siebter Platz, das Ziel ist Europa League Platz. Das ist auch noch möglich. 18 Spiele, 29 Punkte. Hoffenheim hat gleich viele. Und das war's dann mit dem Video und tschüss.